Hi Leute, willkommen zu Dragen gebaut. Ich bin der Dirk und auf meinem Kanal dreht sich alles um den Labwaffenbau und einige andere Sachen. Heute das Thema wird ein bisschen kürzer sein. Ich habe mal wieder ein bisschen was bei Amazon bestellt. Soll jetzt aber keine Werbung sein. Und will da mal ein paar Sachen wieder ausprobieren. Ich habe nämlich eine Frage gekriegt, ob ich für einen Dark Genesis Con im Oktober so ein paar Sachen bauen könnte. Habe ich natürlich ja gesagt. Hab mir da jetzt ein bisschen Kopf gemacht, für so einen Schockstab zu bauen. Dann habt ihr mir schon mal für die Elektrik und so ein bisschen was gekauft, weil das Ding soll auch ein bisschen, ich sag jetzt mal nicht Funktion, aber so ein bisschen Effekte haben. Vielleicht auch eine Funktion. Ich habe da sowas als Idee. Ich weiß noch nicht, ob das funktioniert. Mal gucken. Scheitert vielleicht dran, dass ich kein Touchlicht finde, was groß hier noch ist oder klein hier noch. Aber muss ich mal gucken, ich habe da Ideen. Ja, dann stelle ich euch mal das vor, was ich mir jetzt mal geholt habe. Ich habe das nämlich selber noch nicht getestet. Da habe ich noch erstmal mit der Batterien für besorgen müssen. Also, wenn euch das ganze Thema interessiert, bleibt dran. Wir sehen uns. Ja, dann fangen wir mal an. Und zwar musste ich mir erstmal Batterien zu kaufen, nur bei dem Preis für die Sachen hier, das waren, ich weiß nicht, 20 Euro oder 10 oder irgendwas, für das ganze Paket. Da sind irgendwie 5 Batteriefächer drin, so was. Und dann in 5 Farben verschiedene Leuchtgeräte. Das ist quasi, ich tue das mal auf Seite, ich will nur einmal testen, das ist quasi, kann man das in so Techno-Partys, Haus-Partys oder irgend so was, glaube ich, kann man das an der Kleidung machen. Weiß ich nicht. Früher haben sie sich immer irgendwas drauf geschmiert, jetzt haben sie irgendwie so überall alles elektrisch. Aber finde ich jetzt nicht schlecht. Das ist auch relativ simpel. Steckst hier ein. Dazu habe ich mir dann erstmal zum Test, um zu gucken, wie das aussieht, mal so einen Meter Schlauch gekauft. Auch in Blau. Werde natürlich noch überlegen, ob ich noch ein paar andere Farben hier jetzt hole. Das war jetzt erstmal nur zum Testen. So, wie gesagt, dann gucken wir uns das Ganze mal an. Und dann schauen wir mal, ob das irgendwie funktioniert, was ich mir hier so vorstelle. Am besten machen wir jetzt erstmal hier den Draht ab. Der ist so dran gewickelt. Mal erstmal gucken. Damit wir das Ding auch durch den Schlauch schieben können. Da habe ich natürlich auch geguckt, dass der Schlauch innen hohl ist und auch den Durchmesser hat, dass ich da durch kann. Der Draht hier, der hat, glaube ich, 2,3 mm oder so. Und der Schlauch hat, glaube ich, Innendurchmesser von 3 und eine Wandstärke von 1 mm. Ja, so, dann gucken wir erstmal, holen uns mal die guten Energizer raus. Und testen erstmal, ob die Dinger überhaupt funktionieren. Wie gesagt, ich habe die erste Mal bestellt. Wollte ich mal gucken. Weil mir hat das mit dem relativ kleinen Batteriefach gefallen. Und dass du halt die Dinger halt schnell auswechseln kannst, indem du das hier noch reinsteckst. Weil die Elektrik kann ja mal kaputt gehen, habe ich mir dann so überlegt. Und dann kann man ja quasi das Ganze dann relativ schnell umstecken. Also soweit der Plan. Weiß ich nicht, ist das hier richtig rum? 2 oben, ja, würde ich mal behaupten. Ja. Okay, halten tut es. So, dann testen wir das Ganze mal, ob das auch leuchtet. Tatsache, man hört ein leichtes Pfeifen, aber wirklich nur so ganz leicht, aber es leuchtet. Oh, man kann es sogar auch flackern, also das finde ich ja super. Super, Leute, bin jetzt schon begeistert. So, das hätte ich nämlich jetzt nicht so gedacht. Stand zwar, glaube ich, in der Beschreibung. Jetzt hat man hier so ein kleines Silikonkäppchen drauf. Da bin ich jetzt einfach mal so frei, mach das mal ab. Tu das auf Seite, hoffentlich schmeiße ich nicht weg, da ich wieder finde. Weil mit dem Käppchen passt das nämlich nicht in den Schlauch ein. Dann hätte ich noch ein bisschen dicker nehmen müssen. So, dann probieren wir mal aus, wie das hier so in dem Schlauch aussieht. Ich gehe nämlich auch mal, das hat sich schon irgendwie entgabelt. Also gut halten tut das anscheinend nicht so, oder ich habe es nicht richtig zusammengesteckt. Naja, ist egal, wir testen ja auch jetzt erstmal. So, das Ganze kommt jetzt hier erstmal in den Schlauch rein.
das heißt komplett jetzt nicht, aber doch, scheiß was drauf, ist ja ein kompletter Meter hier der Schlauch, wir machen mal auf den. Jetzt habe ich nämlich schon runter, seht ihr Leute, so schnell geht das nämlich. Schon habe ich runter geworfen. Jetzt langsam wird es ein bisschen schwierig, das Teil da reinzukriegen. Ja, doch, geht. Man muss immer so den Schlauch so weit und dann immer so stückchenweise. Also klappen tut es. Ein bisschen. Das ist anstrengend, nicht, aber es braucht halt ein bisschen. Aber ich bin echt begeistert. Wenn der Schlauch ein bisschen gerade haltet, geht das natürlich auch einfacher. Hier um die Ecke rum. Nur halt, je länger der Schlauch ist, wo er das dann rein tut, umso blöder ist es dann. Aber das geht. Wenn er den Schlauch immer mal wieder so ein bisschen gerade legt. Vor allen Dingen hatte ich mir nämlich überlegt, da der Kabel, ich nenne ihn jetzt hier mal Kabel oder Draht, ist natürlich umhüllt, da der ja auch für so Reifdinger oder so jetzt benutzt wird, gehe ich mal schon von aus, dass der auch ein bisschen was aushält. Jo, bei dem Preis kann man nichts verlangen. Wie gesagt, ich weiß nicht, 10, 20 Euro und so jetzt. War jetzt nicht so die Welt. So, das muss jetzt erstmal reichen. Ich habe ihn jetzt nicht ganz durchgemacht. Ist hier jetzt erstmal nur zum Testen. So. Wie gesagt, das soll dann die Elektrik. Ah, jetzt ist er eingerastet. Ich habe ihn nicht richtig einrasten lassen. Also Leute, alles gut. Kein Baufehler. Ich habe ihn nur nicht richtig einrasten lassen. So, gucken wir mal, wie das im Schlauch aussieht. Das ist ja jetzt ohne. Das Schöne ist, ich habe sogar gelesen, wenn das stimmt, man kann den sogar kürzen, ohne dass da was passiert. Will ich jetzt erstmal noch nicht ausprobieren, aber soll angeblich funktionieren. Dass man da ein Stück abschneidet und dann ist das auch gut. Also, ist schon geil. Mal gucken. Ja, wisst ihr was? Das testen wir jetzt mal irgendwie im Dunkeln. Ich will da auch mal irgendwie ein bisschen was rumprobieren. Ja, passt mal auf. Ich will mal gucken, wie flexibel das ist. Und zwar, ich habe nämlich mir eine Idee ausgedacht. Ob das funktioniert, ist eine andere Sache. Ich will den Schlauch, mal abgesehen, da ich ihn auch gerade drum wickeln will, ich nämlich auch mal so wie so eine Spule machen. Der Schockstab, der hat ja da so ein Teil. Ich wickel das jetzt hoffentlich mal, ein Draht nicht kaputt. Ich wickel das jetzt hier einfach mal drum. Und dann will ich mal schauen, wie das dann nachher aussieht. Das ist jetzt nur mal so ein Test. Ich mache das jetzt auch nur mal so grob drum. Obwohl wäre schöner, wenn er vernünftig halten würde. So. Das ist ja nicht so optimal, aber schauen wir mal. So ungefähr. Ne? Ich glaube, das Ding, das wird so richtig geil werden. Guck mal. Ich mach mal das Licht aus. Mal gucken, wie das im Dunkeln aussieht. Ne, das lassen wir erstmal an. Ich stecke dann erstmal den Rest aus. Ich will echt mal testen, wie das im Dunkeln dann wirkt. Wie Sie sehen, hat sich das schon wieder abgewickelt. Aber wie gesagt, ich handle ja auch nur drum. Wenn ich das dann richtig mache, werde ich das Ganze dann auch noch fixieren. Wie gesagt, das soll dann so ein bisschen Spielerei werden, damit die Leute auch sehen, dass das Ding aktiviert ist. Gott sei Dank hat man ja so ein bisschen Freiheit, denn da ist eigentlich eine Kupferdraht-Ding. Ich werde das jetzt mal ein bisschen etwas leicht uminterpretieren. Also ich muss sagen, ich werde das Ganze dann, wenn ich das mit dem Schlauch dann irgendwie mache, ich werde den Schlauch dann allerdings auch nicht so machen, wie ihr, also doch schon, allerdings kommt der Draht dann da nicht rein. Also jetzt nicht in den Schlauch, der dann wie eine Spule aussehen soll. Da soll das Ganze nämlich dann nur durchleuchten. Da muss ich dann auch noch gucken, ob das dann immer noch so aussieht. Aber ich bin echt mal gespannt jetzt im Dunkeln.
So, jetzt haben wir das hier so grob drauf, ne? Wie gesagt, so ungefähr will ich das dann mit dem Schlauch machen. Also im Endeffekt nehme ich einen etwas dünneren oder dickeren Schlauch. Da muss ich mal gucken. Und wickel quasi dann einen in Blau um diesen anderen Schlauch. Und in diesen Schlauch, der dann quasi in der Mitte ist, wie jetzt hier das Stück Holz, kommt dann der Draht rein, dass das quasi so da durchblinkt. Also soweit der Plan. Aber ich wollte jetzt erstmal gucken, wie das generell in so einem Schlauch und mal schauen. Weil vielleicht kann man das ja auch bei der Länge irgendwie noch so ein bisschen... ich weiß es noch nicht. Ich bin noch am Überlegen. Ich will euch nur die neue Spielerei mal wieder zeigen. So, ich mache mal das Licht aus. Beziehungsweise mache ich erstmal an. So. So sieht das Ganze jetzt aus. Ich hoffe, das kann man gut sehen. Ja. Also ich muss sagen, ich glaube, das merkt bei so einem Ding richtig was her. Bin echt begeistert. So, das war jetzt mal so der Test. Wie ihr seht, der Draht, der scheint auch, ich habe das Ding ja jetzt schon ein paar Mal drum gewickelt, scheint ziemlich stabil zu sein. Also das, der Draht, der hält auch ein bisschen was aus. Weiß jetzt natürlich nicht, ob der Schläge aushält, aber ich werde den natürlich so verbauen, dass der keine direkten Schläge nach Möglichkeit abkriegt. Soll ja auch alles safe sein. Ja, ich finde das schon mal richtig geil, das Ding. Guckt euch das an. Wahnsinn. Und das für die paar Euro. Wisst ihr was? Wir probieren jetzt einfach mal die anderen kurz auch noch aus. Ich will nur mal gucken, wie die Farben so wirken. Das Geile ist an dem Ding, du hast wirklich für jede Farbe hast du so ein Ding dabei. Also das kann man quasi so als Ersatz nehmen. Finde ich toll. Musst du dann nur ausstopseln hier. Ja, gucken. Ja. Ich will jetzt auch nichts kaputt machen. Ja, ist halt neu. Ist ein bisschen am... Muss man noch ein bisschen angucken, aber das geht gut. Was nehmen wir denn? Nehmen wir grün? Ne, wir nehmen wir rot. Rot gibt es anscheinend. Ne, das scheint hier... Das ist rot, das hier ist pink. Ne, pink wollen wir eigentlich nicht unbedingt. Sehr wahrscheinlich ein bisschen komisch aus bei so einem Stab, oder jeder bestimmt auch irgendwas, wo man das Ding einbauen kann. So. Das stecken wir auch mal rein. Hm. Wie gesagt, bin echt begeistert. Wäre natürlich schön, wenn man von einer Farbe dann, sagen wir mal, 5 Stück kriegen würde, anstatt dann immer nur eine Farbe, ein Teil. Da muss ich mal gucken, vielleicht gibt es das ja auch noch irgendwie. Aber zurzeit, wenn ich das hier so sehe, bin ich ja schwer begeistert. Ja Leute, das war jetzt der Test für die Elektrik, für den Schockstab. Das kann man wahrscheinlich auch für andere Waffen eventuell benutzen, mit ein bisschen Elektrik. Der Draht macht ja einen relativ stabilen Eindruck. Also auf jeden Fall, wenn man das drum wickelt und durch den Schlauch und so was, finde ich schon, dass das recht stabil scheint. Mal gucken, muss man dann im Einsatz mal testen. Wenn man den natürlich so verbaut, dass er nicht unbedingt direkt Schläge und so was, denke ich mal, dass das gar nicht mal schlecht ist. Das Batteriefach finde ich auch relativ klein noch. Also hätte vielleicht auch eine gereicht, aber wie gesagt, es ist im Vergleich zu anderen Sachen, die ich mir jetzt mal bestellt habe, wo dann 3 oder 4 Batterien nebeneinander, dann doch schon recht klein. Das Summen, das bisschen, das finde ich jetzt auch nicht so schlimm. Dass man den Stecker austauschen kann durch den Steckdingsadapter. Das finde ich auch ganz gut. Da kann man dann eventuell Farben auswechseln oder wenn das Ding halt mal kaputt geht, gucken mit einer neuen Farbe dafür. Beziehungsweise gucken, ob man das dann so wieder kriegt. Ich habe natürlich noch nicht geguckt, ob es so Fäden dafür oder Drähte, ob die auch einzeln oder in einer Farbe dann mehrere zu kaufen gibt. Da muss ich mal gucken, aber ich sage ja so, prinzipiell bin ich da schon mal elektrisch begeistert von. Das ist simpel, kennt mich ja, elektrisch bin ich halt eine totale Lötlampe. Ne? Ja, und dann guckt man mal, was man daraus gezaubert kriegen. Kann man natürlich auch für alle möglichen anderen Sachen nehmen, ne? Wo ein bisschen Beleuchtung rein soll, wie vielleicht Runen beleuchten in irgendwelchen Sachen, oder mal gucken.
Also die Möglichkeiten sind da ja groß. Lasst eurer Fantasie bei den Sachen zu bauen, damit sowas dann freien Lauf. Bin mal gespannt, vielleicht habt ihr ja auch irgendwelche anderen Ideen noch. Wie gesagt, das wird jetzt ein Teil der Elektrik werden für so einen Dark Genesis Schockstab. Ja, dann hoffe ich mal, das Ganze hat euch gefallen. War jetzt mal so ein Zwischendurch-Video. Ich hatte einfach Bock drauf, das mal auszupacken und zu testen. Also Entschuldigung, dass das nicht Samstag oder Sonntag ist mein Video. Meistens lade ich ja sonntags hoch. Ne? Über Abo, Daumen hoch, Glocke, würde ich mich echt freuen. Damit unterstützt er mich, weil die ganzen Sachen, die ich dann immer hier kaufe, Material, bezahle ich alles aus der eigenen Tasche. Ne? Nicht, dass er meint, mich sponsert da irgendeiner. Und ihr wisst ja, der ein oder andere, das ist teuer. Ja, das war es dann erstmal wieder. Am Wochenende geht dann wieder ein neues Video. Ich hoffe, ich schaffe es noch. Ich bin nämlich gerade den Totenschädel am Machen. Allerdings ist mir Silikon ausgegangen. 1,5 Liter haben für die Form nicht gereicht. Ich habe nochmal 2 Liter nachbestellt. Lieber 1 Liter zu viel, wieder nachher wieder einen halben zu wenig. Ja, dann sehen wir uns dann beim nächsten Projekt. Wir sehen uns.